KinoCast. Hallo, herzlich willkommen zum heiligen KinoCast. Hallo Erik. Hallo Chris. Hallo Kate. Hallo Chris. Mensch, ich begrüße euch beide hier in diesem kleinen, schnuckeligen Kinopodcast. Wir haben heute ganz viele Filme mitgebracht, habe ich gehört. Nämlich die aktuelle Sneak aus den Innenstadtkinos. Die war mehr Disaster als Beautiful. Der Erik war im Kino und hat mehr als nur 8-Bit gesehen. Und ich glaube, die beiden haben auch Tetris nachgeholt, so ich das richtig verstanden ich habe. Nicht. Das stimmt, du, der habe ich nicht extra nicht eingetragen. Stimmt, aber. Nicht. Stimmt, die Kate noch nicht. Dann steht hier noch Year of the Shark. Da bin ich gespannt und vielleicht schaffen wir es auch noch kurz zu den Serien, weil wir sollten dringend über den Mandalorianer mal reden. Ja, Erik, Beautiful Disaster, Mensch. Ich habe gemerkt neben mir im Kino, du hattest Tränen in den Augen vor Freude. Ja, meine Augen haben geschmerzt. Als er dann aus war, oder? Bei mir hat alles geschmerzt. Man sollte den Applaus, den es am Schluss gab, nicht mit wohlwollenden Applaus verwechseln, sondern eher der erlösende Applaus. Ne? Genau, alle waren froh, dass die Scheiße endlich vorbei ist. Ach ja, Beautiful Disaster. Versuchen wir mal ein bisschen sachlich ranzugehen. Worum geht's denn? Übrigens, warte mal, nee, halt. Ich habe nämlich, als ich Leuten sagen musste, was da in der Sneak lief, habe ich mal zufällig diese Filmbeschreibung, kannst du dich erinnern, du hattest mal den Buchklappentext von After Passion vorgelesen, ne? Sie ist ein Good Girl, er ist ein Bad Boy. Text wer kennt's nicht? After Passion, warte mal. Und zwar, da wird dir eine Gemeinsamkeit auffallen zu dem, was wir gerade gesehen haben. Ist ja aus der Reihe, also da fällt mir nicht was. Wo ist denn jetzt dieser Buchklappentext? Ah, nicht vorbereitet. Habe ich den hier irgendwo? Ich suche mal nach Bildersuche. Hier, genau. Also, ich lese mal vor. Tessa Young ist attraktiv und klug. Und sie ist ein Good Girl. An ihrem ersten Tag an der Washington State University trifft sie Harden Scott. Er ist unverschämt und unberechenbar. Er ist ein Bad Guy. Er ist genau das Gegenteil von dem, was Tessa sich für ihr Leben wünscht. Doch er ist sexy, gut aussehend und zieht Tessa magisch an. Sie kann nicht anders. Sie muss ihn einfach lieben. Und sie wird nie wieder die sein, die sie einmal war. Und genau das trifft auch auf Beautiful Disaster zu. Bloß, dass die Namen hier anders sind. Virginia ist eine junge Studentin an der University. Völlig random, völlig uninteressant, wo die ist. Und sie trifft an ihrem ersten Abend dort, als sie wieder auf dem Studium ist, den Bad Boy Dylan, ja, der in so einer Art Fight Club da mitmacht und Studenten-Fight Club, ja. Ja, ganz, ganz Ding. Genau, den trifft sie dort und irgendwie baggert er an ihr rum und will er aber nicht. Sie sagt, nee, das wird nie was. Und jeder im Kino weiß, das wird auf jeden Fall mal was. Dadurch, dass sie ganz vorne steht und so völlig fasziniert ist von ihm und erst seinem Gegner so eins verpasst, das Blut auf ihre Klamotten spritzt, geht er zu ihr hin und sagt, du musst aufpassen, wo du stehst, mein Täubchen. Ja. Er nennt sie die ganze Zeit Täubchen. Also in solchen Zeiten, wo doch ein bisschen eigentlich, naja, ich sag mal so, die Gleichberechtigung doch ein Thema ist, ja. Also so einen Film hier unterzubringen, wo da irgendwie so ein Haut-drauf-Typ, so ein toxisch-maskuliner Typ da irgendwie so eine Frau so dumm anmacht, ich weiß nicht. Vor allem, wenn es in der Jetztzeit spielt, wenn es jetzt irgendwie in die, weiß ich nicht, 70er zurückversetzt gewesen wäre, okay. Aber so? Mein Täubchen. Ihr seht, der Erik klingt immer noch nach Worten. So gut hat es ihm gefallen. Ja, also die Story ist ja mehr oder weniger auf dem Bierdeckel erzählt. Wir alle wussten, okay, aus den beiden wird noch was. Es gibt dann so eine dusselige Wette, die beiden eingehen. Da wettet er, dass er bei dem nächsten Kampf, den er da hat, dass er dann nicht einmal, ein einziges Mal von seinem Gegner getroffen wird. Und wenn sie die Wette verliert, sie sagt natürlich, nee, du wirst getroffen. Wenn sie die Wette verliert, muss sie bei ihm 30 Tage einziehen in seine Studentenwohnheim, Wohnzimmer da.
muss bei ihm wohnen und sie sagt, ja, da geht aber nichts, dass du gleich weißt und so, ja. Und naja, natürlich, wenn sie die ganze Zeit da zusammen leben, dann sehen sie dann, dass sie doch irgendwie zusammenpassen. Und ja, aber du musst ja auch noch sagen, ja, am Ende der 30 Tage. Hm. Kate, du hast den Film nicht gesehen. Was passiert am Ende dieser 30 Tage? Die Vögel. Oder welche welches Ereignis ist am Ende der 30 Tage? Weiß ich nicht, was soll das sein? Ja, aber was könnte in so einem Film da reinpassen, was da noch ist an dem Tag? Eine Party. Ja, im Endeffekt sogar auch. Ja, aber warum gibt es eine Party? Weiß ich nicht. Genau, weil sie Geburtstag hat. Ach so, oh Gottes Willen. Wird sie endlich 17, ja. Nee. Ah. Aber so gut einfach. Ich sag mal, wir tun dem Film vielleicht ein bisschen Unrecht, denn sie hat noch ein dunkles Geheimnis, was sie mitbringt. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier enthüllen Nein. sollen oder ob das eher so ein Spoiler-Talk ist. Ich will es aber wissen. Ja, denn sie Dann hat... Dann erzähle ich es dir nachher. Sie ist eigentlich ein Er. Sie hat, wie man es ganz am Anfang sieht, so im Glücksspielmilieu wow. hat sie da durchaus Erfahrung gesammelt und... ja, und da, das reicht noch bis in ihre Jetztzeit hinein, weil man sieht es auch ganz am Anfang, das Studium bezahlt sie mit Gewinnen aus dem Glücksspiel und so weiter, ja. Und da ist so ein bisschen, ist doch im College ist man mit Anfang 20. Das holt sie dann so ein bisschen ein, dann das ganze Thema, ja. Wann war die denn? Oh Gott, das fällt. Und ich muss sagen, mit 13, die war ja Jungstar. Warum erwähne ich das? Weil, ich sag mal so, dann macht die Story so einen komischen Bruch und dann holt sie die Vergangenheit ein. Das war das einzige Mal, wo ich dachte, ach, der Film ist eigentlich, also zwar immer noch nicht okay, aber war wenigstens erträglich, ja. Also alles andere war mehr oder weniger unerträglich. Das war die Dialoge waren einfach der Knaller. Oh, das war, ey, also GZSZ hätte da ein Drehbuch-Oscar verdient dagegen, ja. Also, das war ja, also das Schlimme ist aber, das wird ein Kinoerfolg. Da bin ich mir Klar. sehr sicher. Weil, ja, sowas geht immer. Siehe 50 Shades of Grey oder diese ganze After-Reihe oder das jetzt. Übrigens, das klingt dann einfach falsch. Es besteht Hoffnung, weil es gibt auch noch, neben Beautiful Disaster gibt es noch weitere Bücher. Eine heißt Beautiful Oblivion, Beautiful Redemption, Beautiful Sacrifice, Beautiful Burn und Beautiful Funeral. Warum weißt du das alles? Weil das hier steht. Ja, weil das da steht. Ich glaube, du hast einfach gerade dein Bücherregal durchgegangen. Ach nee, warte mal, das sind die Spin-Off-Bücher. Zu der dreiteiligen Reihe zu Beautiful Disaster gehören noch zwei Bücher natürlich, weil es eine Trilogie ist, gehört noch Walking Disaster und Almost Beautiful. Und das andere sind Spin-Off-Bücher. Also wir können uns da die nächsten Jahre auf sehr viel Material freuen aus diesem Universum mit dämlichen Akteuren, toxisch-männlichen Charakteren, Mädels, die eigentlich sehr schlau sind, aber hier extrem dumm agieren die ganze Zeit und Freundinnen, die den Namen nicht verdienen, also ganz, ganz furchtbar. Ja, die komischen Mitbewohner waren ja auch die Knaller. Der Soundtrack war scheiße, also der Score, das war ja völlig inkonsistente Mischung aus allem. Also irgendwie hatte man gedacht, ja, das ist jetzt so eine Szene, ja, da packen wir doch mal was Jazziges rein, ja. Snake Jazz. Oh. Dann ist hier so eine Szene, ja, da machen wir jetzt mal was Technomäßiges und so. Also das war irgendwie alles ganz völlig dämlich da, die Musik. Und, ach nee, wo sie dann bei seinem Vater ist, mit seinen Brüdern, die auch alle total bekloppt sind da. Und dann hier Product Placement ohne Ende. Ne? Also ich nenne jetzt nicht extra nochmal die Namen, aber da siehst du dann wirklich ganz prominent, was sie da essen, die ganze Zeit auf dem Tisch. Und das Beste ist, kaum wollen sie anfangen mit Essen, drehen sie den Tisch rum. Ach nee, lass uns was spielen. Weißt du, sie essen es gar nicht, es steht nur die ganze Zeit sehr prominent da. Ja, wir haben ja nicht so viel Zeit, jetzt unsere Hühnchen aus Kentucky zu essen. Ja, genau. Und dann noch irgendwie andere Sachen. Also Gott, ey, heieiei. Erik, du hattest echt Spaß, merke ich. Ja, du kriegst genauso, denke ich. Also, jede Menge. Also, meine Tochter war noch mit im Film, die hat auch gesagt, das war so ein Müll. Also, aber eigentlich ist doch das genau die Zielgruppe, oder? Na, ich weiß das nicht. Alter. Also, es kommt drauf an. Es gibt ja... Also entweder sowas verfängt bei einem oder sowas verfängt halt nicht. Und bei meiner Tochter verfängt es halt nicht sowas. Also die ist halt eher für andere Sachen zu haben. Also die guckt dann eher so Squid Game oder sowas. Die ist dann, kommt eher so ein bisschen nach mir, würde ich sagen. zum Glück, dass sie nicht auf sowas steht. Ja, also es lässt sich wirklich zusammenfassen mit
Heieiei. Ja, heieiei trifft es ganz gut. Vor allem, wenn sie dann später im Hotelzimmer hocken, so aneinander geschmiegt und dann sie meint, wir sind total das Desaster. Oh. Es ist einfach so, oh Gott. Und ich weiß gar nicht, wie oft in den ersten 10 Minuten wirklich im Kino oder in der ersten Viertelstunde, wie laut auch teilweise gelacht wurde, weil es einfach so hohl an, ist. An Stellen, die nicht zum Lachen waren, muss man ja sagen. Also, weil es einfach so ist. Also was ich ja noch mit am dämlichsten fand, wahrscheinlich weil der Film, was hat er für eine Freigabe ab 12, ja. Also jedes Mal, wenn da gebumst werden sollte, ja, wenn es so in die Richtung geht, also da gibt es dann so eine Szene, ja, sie fallen übereinander her, weißt du. Aber nee, es kommt nicht dazu, weil, ja, dann, lass uns dahin gehen, ja, dann gehen sie da auf irgendeine Anrichte und da fällt da irgendwas runter, nee, lass uns dorthin gehen. Also die kriegen es nicht geschafft. Ja, die zerstören das komplette Hotelzimmer und keinen juckt's. Ja. Nicht nur das Hotelzimmer, auch wo sie da bei ihm dann, wo sie sagen, ja, mach das, mach die. Nein, es geht immer alles schief. Also es wird eigentlich wird im Film ja überhaupt nicht gebumst, ne? Aber es geht ja die ganze Zeit irgendwie darum. Also irgendwie versuchen sie dann so das noch abzubiegen, so, nein, wir tun es doch nicht. Man hört ein wenig die Enttäuschung heraus. Nee, Enttäuschung nicht. Ich war so total dämlich da, wie sie das immer abgebogen haben, damit ja nicht gebumst wurde in dem Film, ja. Aber das hat man, das gibt es doch in manchmal in Serien oder so auch, das sind so zwei Love Interests und immer wenn du denkst, jetzt küssen sie sich, kommt der Kollege rein, jetzt küssen sie sich, geht irgendein Alarm los, bis es dann am Ende der Staffel endlich schaffen. Hm. Kennst du nicht? Doch, ja, aber die haben sie ja überhaupt nicht irgendwie hingekriegt. Ah, und nicht am Ende des Films. Nee, überhaupt nicht. Es war einfach nur dämlich. Ja, doch, die haben es zwischendurch hingekriegt. Ja, das war da. Achso, das kann sein. Da hast du geschlafen oder so. War ich im Sekundenschlaf. Das hat mich zu sehr ermüdet, was die da getrieben haben. Oder auch nicht getrieben haben. Ja, also ganz, was geben wir da punktemäßig? Was steht denn hier? Ah, ich habe eine 3 Punkte gegeben. Oh, das ist sehr wohlwollend. Genau, ich habe 2 gegeben, weil... Boah, sehr wohlwollend. Es war einfach schon, also wir waren überhaupt nicht die Zielgruppe, sagen wir es einfach so. Wir sind überhaupt nicht die Zielgruppe. Wir wünschen jetzt schon allen Teenie-Girls und Boys, vor allem den Boys, die dann mit reingezogen werden, viel Spaß. Die wollen nämlich dann bestimmt, wenn sie mal studieren, auch zum Fight Club gehen, um die vollbusige Blondine abzugreifen. Ja, es wird ein wunderbar dämliches Frauenbild vermittelt. Es wird ein herrliches, dummes Männerbild vermittelt. Ja, das sind Filme, die wir brauchen. Das ist einfach, es ist, glaube ich, genug dazu gesagt. Beautiful Disaster. Mehr ja, Disaster als Beautiful. Der Titel sagt eigentlich schon alles, obwohl das Beautiful nicht unbedingt. Ja, eigentlich sollte das Beautiful gestrichen sein und einfach Massive Disaster dann. Dann wird es passen. Ja. Naja. Was haben wir denn? Ich bin jetzt völlig durcheinander. Was haben wir denn morgen? Wie sieht denn da der Tipp aus und so? Hätten wir mal lieber Vollpension gebucht. Das ist der Tipp. Und es gibt 2 Tipps. Einmal vom Erik einer und einmal vom Martin. Der Martin schreibt Fucking Bornholm. Das klingt irgendwie nach Fußballverein. Und Erik tippt Infinity Pool. Mhm. Ich lasse gerade den Trailer hier laufen von Bornholm. Die sind irgendwie am Meer, irgendwie in Zelten oder sowas. Ja, okay, das sah eines aus wie ein Fußballtrikot, deswegen dachte ich. Ja, Infinity Pool, ja, das wäre ganz, ganz cool, wenn der kommen würde. Ja. Ah, schauen, okay. Gott, oh Gott. Beautiful Disaster. Dass wir jetzt ausgerechnet so einen Aufhänger hier für die Sendung haben, wo wir eigentlich noch ganz, ganz gute Filme und Serien zu besprechen haben, ne? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kommen wir mal zum Super Mario Bros. Film, den ich gesehen habe. Den wir gesehen haben, besser gesagt, war ich mit meinem Kleinen im Kino. In den Innenstadtkinos, leider nur im EM. Ja, schade, weil im großen Saal lief der in 3D und das wollten wir da nicht. Und haben dann in 2D geschaut, den Super Mario Bros. Film, zusammen mit sehr, sehr vielen Familien mit Kindern. Überraschend. Wann war das? Wann waren wir da? Donnerstag. Donnerstag, am, ja, nicht ganz Abend, ja, es war so. Und ja, brauchen wir gar nicht viel drüber. Es geht natürlich um Super Mario Bros. Und vielleicht, wer den älteren Film noch kennt, also die Älteren werden sich erinnern von den Hörern, die Jüngeren wahrscheinlich eher nicht, weil der auch sehr schlecht ist. Den mit den Realschauspielern? Ja, genau, den meine ich von 93. der lief auch sogar schon bei Schläferz, weil der ist echt nicht gut, der Film.
Und ich war damals im Kino bei dem alten Super Mario-Film, weil ich war damals schon Nintendo-Fan und wollte mir den anschauen und war so enttäuscht. Ne? Da dachte ich, oh Gott, war der schlecht, so ein schlechter Film und so. Und habe den lange, lange nicht gesehen, bis ich ihn dann irgendwie bei Schläferz mal wieder gesehen habe. Und dann mit den Kommentaren ging das eigentlich. Und ja, der neue Film, der machte schon so die Andeutung. Also Nintendo hat ja dann jahrelang seine IPs versucht, aus dem Kino rauszuhalten, wegen der schlechten Erfahrung eben mit dem Super Mario-Film damals. Und wobei es natürlich sehr viele IPs gibt von Mario. Ich denke nur mal an Zelda, wenn man das verfilmen würde, in der Art von Herr der Ringe zum Beispiel, also vielleicht sogar als Realfilm, nicht als animierten Film. Das würde richtig gut funktionieren. Das ist so eine tolle, tolle Geschichte. Aber gut, jetzt sind wir beim Super Mario Bros. Film, also der erste Versuch von Nintendo, wieder Fuß zu fassen im Kino, nachdem sie auch mittlerweile sogar über den Schatten gesprungen sind und Handy-Games gemacht haben. Und sie haben wirklich namhafte Voice-Actor gewonnen. Also ich denke da an Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black im Original. Und man merkt auch die Figuren, wir haben es natürlich auf Deutsch geschaut, man merkt natürlich auch, die Figuren sind sehr stark angelehnt an ihre eigentlichen Charaktere. Herr Charlie Day ist auch noch mit dabei. Die können wir kennen aus It's Always Sunny in Philadelphia oder bei Pacific Rim hat er diesen Wissenschaftler gespielt. Worum geht's? Man sieht am Anfang ein sehr nostalgisches Filmstückchen, wie nämlich Mario und Luigi in Brooklyn einen Videoclip drehen, der sehr stark erinnert an den alten Super Mario-Film, den ich erwähnt hatte, diesen schlechten Film. Und das fand ich wiederum sehr schön, dass Nintendo selber so ein bisschen mit einem Augenzwinkern so, hey, ja, wir wissen, den gibt's und so, und der war nicht gut und so, und sie nehmen sich quasi selber so ein bisschen auf die Schippe, und da hatte mich der Film eigentlich schon gut gehabt. Und dann wird eben so Mario vorgestellt und Mario und Luigi, wie sie leben in Brooklyn, und dann werden sie in der Kanalisation, die gerade ein Problem hat in Brooklyn, werden sie in so eine Röhre reingezogen, diese grünen Röhren, die man auch aus dem Spiel kennt, und die landen dann eben in dieser anderen Welt. Und Bowser versucht gerade so die Welt Schritt für Schritt zu erobern, weil er Prinzessin Peach heiraten möchte. Das hat er sich so in den Kopf gesetzt, und die passen ja ideal zusammen. Und wir erfahren, also wenn dann Super Mario, Mario und Luigi, die werden dann auch getrennt. Da sind dann so, sie reisen da wie so, wie können wir es kennen, aus so Marvel-Filmen ist ja auch manchmal so, wenn welche so durch Zeit und Raum reisen, dass sich dann plötzlich so die Wege aufteilen und der eine reist in die Richtung, der andere in die Richtung, so ungefähr ist es dann auch hier so im Weltraum, und am Anfang sagen sie noch, ja, solange wir zusammen sind, passiert uns nichts, und dann plötzlich werden sie getrennt, und Luigi landet dann natürlich direkt in einer sehr düsteren Welt, die erinnert an Luigi's Ghost Mansion, und er ist dort, wie er halt in dem Spiel auch ist, wer es kennt, so und hat immer Angst und so, und er wird dann von Bowser gefangen genommen. Und der hat auch schon viele andere gefangen, und Mario landet in der Pilzwelt und wird dann gleich erstmal von Toad in Empfang genommen, was man auch im Trailer schon sieht, und Toad sagt, ja, wir müssen dich hier zur Prinzessin Peach schaffen, sie weiß bestimmt, was zu tun ist, und so. Und ja, da reisen sie dahin, und ich will gar nicht zu viel verraten, es passiert dann sehr viel Überraschendes, es ist sehr herzerwärmend gemacht, es hat zum Glück nicht so diesen ganz übertriebenen Humor von den Illumination-Filmen, also von den Minions-Filmen zum Beispiel, obwohl das ja von dem Produktionsstudio ist, mit dem hat sich ja Nintendo zusammengetan. Es hat sehr viel Herz, sehr viel Wärme, sehr viele Easter Eggs sind versteckt für Nintendo-Fans und natürlich für Mario-Fans selbst auch, aber auch, man kann sehr viel andere Nintendo-Sachen miterkennen, wenn man so ein bisschen auf die Hintergründe achtet, speziell in den Brooklyn-Szenen von Super Mario. Achtet mal in dem Zimmer zum Beispiel auf die Wände, was da für Poster hängen oder was da auf dem Tisch ist, weil Super Mario spielt auch in seinem Zimmer mit einer NES-Konsole was, und dann trifft man auch noch den einen Typen von der Wrecking Crew und so weiter, also da ist wirklich sehr, sehr viel drin, wer damals ein NES hatte oder Game Boy. Ich hab heute noch eins. Ja, ich auch, aber auch wer es damals schon geliebt hat und so, wer das so ein bisschen in seinem Herzen trägt, der wird hier bei dem Film sehr, sehr viel Spaß haben. Im Deutschen, die Stimmen sind auch sehr, sehr gut. Und was ich auch schön fand, was mir zum ersten Mal aufgefallen ist, weil ich musste ja in einige animierte Filme gehen, dass
sogar im Abspann die deutschen Synchronsprecher genannt sind. Also nicht, wie man es häufig gemacht hat, dass dann einfach so dieser US-Abspann einfach übernommen wurde, wo dann da steht, was weiß ich, Charlie Day und Jack Black und so weiter. Nee, da waren die deutschen Synchronsprecher genannt. Und kleiner Wermutstropfen, Jack Black als Bowser singt ja mehrere Male. Er kann ja auch gut singen, er hat ja auch seine Band und so. Das ist leider auf Deutsch gemacht worden, dann von einem deutschen Sänger. Das fand ich ein bisschen schade. Das hätte man lassen können. Das weiß ich nicht. Ich glaube, der Synchronsprecher, der hat auch gesungen oder so, keine Ahnung. Das fand ich ein bisschen schade. Da hätte ich gerne Jack Black im Original gehört, weil ich mag dem seinen Gesangsstil und so. Und ja, mein Kleiner, der hatte auch sehr viel Spaß bei dem Film. Und also ist für jeden was dabei. Ist für Erwachsene was dabei, für Kinder was dabei. Selbst für welche dabei, die jetzt nicht so tief in dem Universum drinstecken, nur so ein paar Sachen kennen, da kann man echt viel Spaß haben. Und ich wünsche auch allen viel Spaß bei dem Film. Ist ja auch momentan, ich habe da so eine Mail gekriegt vom Filmverleih, absoluter Zuschauerrekord schon wieder gebrochen. Und selbst am ersten Abend, also man hat ja am Mittwoch gestartet mit dem Film. Und da war schon quasi am Mittwoch war schon ein sehr, sehr gutes Einspielergebnis. Und mal schauen, wie der sich noch entwickelt. Jetzt ist ja Ostern, gehen bestimmt viele Familien mit ihren Kindern mal rein. Und ich kann ihn auch. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nächste Woche eine neue Nummer 1 haben bei den Charts. Könnte sein. Aber es laufen ja auch noch andere Filme, ne? Mal schauen. Ja. Also, von mir auf jeden Fall 8 Punkte für den Film. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich werde ihn bestimmt auch nochmal gucken und mal die Blu-ray holen, damit ich da eventuell noch irgendwelche Easter Eggs entdecken kann. Die sich da verbergen. Und Kinotipp, vielleicht auch, wer hier aus Stuttgart und Umgebung kommt, geht mal in die Innenstadtkinos, wenn ihr den Film sehen wollt. Denn dort gibt es ein Super Mario Menü. Also ideal für die Kids, also so eine kleine Portion Popcorn, was zu trinken. Und es gibt ein Spielzeug dazu. Eine von den Figuren aus dem Mario-Universum. Entweder Mario, Peach, was weiß ich, Luigi. Mein Kleiner hat sich einen Toad genommen. Also man kann sich da auch eins aussuchen. Gute Wahl. Ist nicht so. Bin mal gespannt, ob da Reste dann in der Sneak landen, wenn es Reste gibt. Ja, ich weiß nicht, waren sehr viele Besucher. Aber auf was man noch achten sollte, der Film ist ab 6 Jahren freigegeben und zumindest bei den Innenstadtkinos wurde das sehr heftig kontrolliert. Also wer sich sein Ticket an der Kasse gekauft hat, da wurde auch gefragt, wie alt ist das Kind? Und man durfte auch jüngere Kinder nicht mit reinnehmen als Erwachsene, was ich ein bisschen komisch fand. Ich dachte, es geht, wenn jetzt das Kind, was weiß ich, 5 ist oder so und du bist als Erwachsene mit dabei, kannst du doch sagen, du darfst mit rein, aber ich glaube, offensichtlich. Ich glaube, das hat noch einen anderen Grund, dass die da gerade so hinterher waren. Offensichtlich nicht. Und es sind auch welche quasi heimgeschickt worden, die online ihre Tickets gekauft haben, wo gefragt wurde, wie alt ist denn das Kind? Ja, es ist 3 oder so, 4 oder so. Durften nicht rein. Aber es sind auch ein paar echt gruselige Szenen drin, die vielleicht kleine Kinder ein bisschen verstören können. Ich glaube, das ist das eine. Das andere ist, es läuft ja zeitgleich gerade auch John Wick und wenn die in den falschen Film abbiegen, dann hast du richtig Party. So, meinst du da? Also im EM, soweit ich weiß, lief ja nur Super Mario in den beiden Nachmittag. Also das lasse ich als Ausrede nicht zählen. Aber ich lasse die gruseligen Szenen, die waren schon, also es gibt da natürlich, wenn dann Luigi in der Gruselwelt ist, da gibt es dann auch so Zombie-mäßig, also du kennst ja die Figuren, die so wie so Skelette sind und wenn du die kaputt machst, dann sind die erstmal, liegen die alle da, die Knochen und dann bauen die sich wieder zusammen. Du weißt, was ich meine, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Die zum Beispiel und dann wird er auch von den Shy Guys gefangen und auch so ein bisschen gefoltert, ja, mit Sachen. Also das ist natürlich vielleicht für kleinere Kinder doch ein bisschen traumatisch. Deswegen ist schon richtig, dass da kontrolliert wird, finde ich. Ja. Okay, das war meine Kritik, mein Review zu Super Mario Bros. Und ich nehme den, glaube ich, mal als erstes Plakat auf unser Teaserbild von der Folge, weil nicht unbedingt Beautiful Disaster. Obwohl das könnte vielleicht auch mehr Klicks ziehen. Na, mal schauen. Okay. Ja, weiß ich nicht. Gucken wir mal, was so Neues anläuft und was so in den Charts ist. Kinocharts und Neustarts. So, in Deutschland. Wie sieht's denn da aus mit den Charts hier?
fange mal an mit der 5 hier, weil sonst ist, glaube ich, nichts Neues dabei. Bei den anderen sagen, 5 ist Avatar, The Way of Water. Den gibt es jetzt mittlerweile übrigens zum Zuhause gucken, so richtig gute Qualität bei Sky und in UHD zum Beispiel kann man sich das zum klicken kaufen. Bei Amazon, ja genau. Genau, auf Platz 4 Sonne und Beton. Platz 3 Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben. Ehre unter Dieben, genau. Platz Nummer 2, John Wick Chapter 4, also Kapitel 4. Ist schon wieder runtergegangen, 35% ja. Zur Vorwoche. Neu eingestiegen ist Manta Manta, zweiter Teil. Der, habt ihr das eigentlich da mitgekriegt, ne? Nee. Zu Manta Manta. Du wolltest was sagen, der? Der gar nicht so gut sein soll, habe ich gehört. Also selbst absolute Fans. es war ja, ich wusste gar nicht, dass das ein Ding ist, aber offensichtlich ist Karfreitag in der Autotuning-Szene ein Ding, nämlich die nennen ja. Das Karfreitag. Karfreitag ja. Und treffen sich dann. Und da haben die hier in dem Autokino bei uns um die Ecke, haben sie Manta Manta 1 und 2 gezeigt. Und was ich da so gehört habe dann, also ich folge offensichtlich welchen aus dieser Bubble. die haben gesagt, oh, der war gar nicht gut, der zweite Teil. Okay, also wenn schon selbst so beinharte Fans, die selbst Fast and Furious abfeiern, da sagen, oh, war gar nicht gut. Ja, ich will aber ganz kurz was zu Manta Manta 2 sagen, also zu zweiter Teil. Und zwar, ich lese mal ganz kurz was vor aus der Kritik, die im Spiegel erschien. Da heißt es, in der Welt, in der sich Bertis Kinder aufhalten, ist Geld nur ein Coolness-Faktor unter vielen. Dafür sind Stilfragen und Instagram-Kompatibilität alles. Ein Oller Manta in blau-gelben Kreisfarben geht da gar nicht. Vater Berti kann noch so knarzig brüllen und jetzt Achtung, Zitat aus dem Film, der absolute Kult, Zitat Ende, sei das damals gewesen. Das steht so im Artikel des Spiegels. Und Manta Manta, das Filmplakat haben sie jetzt mit Werbung gemacht, Überschrift, die Presse tobt, das Publikum ist begeistert und 3 Ausrufezeichen. Und es steht links oben ein Zitat aus dem Spiegel mit der absolute Kult. Ja, nee, nicht nur also das, auch die anderen ja, Presse haben sie falsch zitiert. Ja. Sie haben einfach ein Zitat von ChatGPT rein. What follows is a rollercoaster ride of laughter, excitement and heartwarming moments. Also ganz ehrlich, das ist einfach, selbst für Til Schweiger ist das peinlich. Ja, ich weiß nicht, ob er das Marketing selber macht, aber... Ich glaube, Til Schweiger macht doch einfach alles, oder? Also der führt Regie, führt Kamera, macht hier Dialoge, Til Schweiger macht alles. Ich glaube, Til Schweiger hat sich auch als Manta verkleidet. Meinst du? Ja, wobei natürlich also solche Remakes von solchen alten Kultsachen, das kann natürlich gut funktionieren. Ja, du hast ja die Fanbase und ja, gerade wenn du siehst, wie viel das immer einspielt, so Fast and Furious und so weiter, also gerade in dieser Autoszene. Das sind ja keine Remakes, Fast and Furious, das ist eine ganze Nee, Teile. Aber ich meine so Filme mit Autos, ne? Ja. Nun ja. Was startet denn Neues, Erik? Warte mal, ich versuche gerade ChatGPT, beschreibe den Film Beautiful Disaster. Okay, es tut mir leid. Ich muss darauf hinweisen, dass es keinen Film mit dem Titel Beautiful Disaster gibt. Ja, er ignoriert einfach. Beautiful Disaster ist der Titel eines Buches von Jamie LeQuire, das im Jahr 2011. Es handelt sich um eine Liebesgeschichte zwischen Abby und einer unschuldigen, zurückhaltenden Frau, bla bla. Ah, es gibt jedoch Gerüchte, dass eine Verfilmung des Buches in Arbeit sein könnte. Ach stimmt, ChatGPT hat ja den Stand des Internets von vor 2 Jahren, glaube ich, oder so. Ja, irgendwie was. Ja, genau, die haben ja da, mussten da irgendwann so ein, ja. Na gut, umso besser kennt ChatGPT diesen Film nicht. Ja, so, und was willst du wissen, was Neues startet? Ja. Suzume, eine moderne Action-Adventure-Road-Story, in der ein 17-jähriges Mädchen namens Suzume einen mysteriösen jungen Mann hilft, Türen von außen zu schließen, die überall in Japan Katastrophen auslösen. Ein Anime. Klingt aber gar nicht mal so unspannend. Das klingt relativ interessant. Es startet auch Im Taxi mit Madeleine. Dramödie um eine Taxifahrt für eine 92-Jährige, die dem Taxifahrer die Augen öffnet. Okay. Ist natürlich nicht schlecht, wenn sie ihm die Augen öffnet, mit geschlossenen Augen fährt. Nicht so gut.
Cocaine Bear startet auch. Den hatten wir in der Sneak Preview gehabt und haben den ziemlich abgefeiert. Ein Mix aus schwarzer Komödie mit einer Spur Tierhorror und Krimi, der lose auf wahren Begebenheiten beruht, um eine Ladung Koks, die im Nationalpark verloren geht und von einem Bären gefressen wird. Ja. Letzte Rolle von Ray Liotta im Kino. Ja. Ja, dann startet auch Die drei Musketiere D'Artagnan. Französische Neuverfilmung des Klassikers Die drei Musketiere mit Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille und François Civil als D'Artagnan. Ja, Vincent Cassel ist schon gut. Ja, vor allem seine Tochter, die ist auch eine gute Schauspielerin, Devi Cassel. Kann man auch mal, vielleicht sieht man die mal irgendwo. Ist ja quasi die Tochter von ihm und der, ja, wo ich gerade nicht auf den Namen komme. Was läuft noch an? The Five Devils. Mystischer Thriller über ein kleines Dorf in den französischen Alpen. Dunkle Familiengeheimnisse, eine queere Liebesgeschichte und die Magie der Gerüche. Oh. Monica Bellucci meintest du, ne? Monica Bellucci, genau. Helfe gern. Ach, Monica Bellucci. Das ist eine Doku, das ist ein Musikfilm. Ja, das war's eigentlich schon. Läuft nichts weiter. Warte, ich guck mal bei fucking Bornholm noch, aber. Guck mal, bei Kinostarts noch. Ach, das war doch der, den jemand getippt hat, ne, oder? Ja, genau. Bei Kinostarts steht noch Der Fuchs. Der Fuchs? Was ist der Fuchs? Der Fuchs. Der Habicht. Hurz. Übergibt die österreichische Familie ihren jüngsten Sohn einem Großbauern. Er soll sie mit harter Arbeit auf dem Gut des Großbauern unterstützen. Okay. Doch, er schließt sich einer neuen Arbeit dem Bundesheer an. Doch der sensible Franz bleibt lieber für sich und kommt gar nicht gut bei den anderen Soldaten an. 1940 soll die Kompanie den Angriff auf Frankreich starten. Doch Franz findet zufällig einen verletzten Fuchswelpen. Hä, was ist das für eine Geschichte? Okay. Naja, mal schauen. What does the fuck say? Ring, ding, ding, ding. So, dann sind wir auf jeden Fall mit den Neustarts und mit den Charts durch. Nichts vergessen heute. Dann geht's mal in das Heimkino. Heimkino. Beziehungsweise erstmal ein Rezensionsfilm. Und diesmal der richtige Heimfilm, nicht der, den ich letzte Woche geguckt habe. Ich lese mal vor, was hier steht. Wir kriegen ja immer so einen Begleitbrief mit. Für Maya steht ihr schlimmster Albtraum bevor. Sie soll frühzeitig in Rente, obwohl sie ihren Job als engagierte Ordnungshüterin bei der Küstenwache über alles liebt. Ihr Mann Thierry, gespielt übrigens von Kat Merat, den wir ja kennen aus Willkommen bei den Sties, hat bereits den Entspannungsurlaub auf dem Campingplatz mit Mobile Home geplant. Ja, willkommen in Frankreich. Und freut sich auf ihre entspannte gemeinsame Zukunft. Doch als ein Hai in der Bucht der Urlauber und die komplette Küste in Alarmbereitschaft versetzt, wittert Maya ihre Chance. Kurzerhand verschiebt sie ihren Ruhestand und begibt sich mit ihrem jungen Kollegen Eugene und Blaise auf eine neue Mission. Ja. Und ja, was soll ich sagen? Also, erstmal das Gute ist, es spielt in der Nähe von La Benne ist das gedreht. Das ist so im Südwesten Frankreichs, also nahe da, wo ich auch immer mal im Urlaub bin. Und das ist schon mal ganz nett, so die Gegend. Ansonsten, ja, es ist halt ein Haifilm. Besser als der von letzte Woche. Das ist schon mal ganz gut. Kat Merat, den man ja kennt aus, ja, wie schon erwähnt, aus Willkommen bei den Sties, hat hier nur eine kleine Nebenrolle als Ehemann von ihr, der immer mal sagen darf, ja, jetzt lass uns doch mal in Urlaub fahren und so. Warum machst du noch was? Du hast doch jetzt Rente und so. Ja, und also ich mochte den Anfang sehr, der war echt cool. Wo so die ersten Fälle auftreten, wo so da Hai-Attacken sind und so weiter. Das ist schön, schön gefilmt und sehr lustig und gut gedreht. Und wenn dann so in diese Kleinstadt dann so diese langsam die Idee Fuß fasst, dass man es mit einem Hai zu tun hat, dass das nicht irgendwelche anderen Unfälle sind und so, das mochte ich sehr. Was ich dann nicht mochte, war so eine relativ lange Szene, wo sie eigentlich da raus ist und nicht mehr was machen will, bis sie dann wieder endlich zurückkommt und da ja eingreifen möchte, weil irgendwie die anderen Kollegen das nicht so richtig hinkriegen. Dann sind noch einige Zitate drin von der Weiße Hai, also zum Beispiel, ja, we need a bigger, wir brauchen ein größeres Boot und so weiter. Und ja, so ein paar Referenzen und Zitate fand ich ganz nett. Und letzten Endes, der Schluss, der war dann relativ unspektakulär, fand ich. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Deswegen,
ja, kein großer Wurf bei den Hai-Filmen, war jetzt nicht so lustig. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, gerade wenn da so ein komödiantisches Talent wie Kadmer Rath mit dabei ist, hätte ich erwartet, dass es doch noch ein bisschen lustiger geschrieben und auch gedreht ist und so. Aber ansonsten sehr okayer Hai-Film. Für die Sneak wäre er mehr als okay gewesen. Der wäre echt gut gewesen in der Sneak. Ich glaube, da hätten wir viel Spaß gehabt und so. Aber hier im Heimkino, ja, 5 Punkte von mir für Year of the Shark. Der ist ab dem 20. April, steht hier auf DVD und Blu-ray verfügbar. Und digital zum Download und Ausleihen nehme ich mal an ab 7. April. Das heißt, wenn ihr jetzt die Sendung hört und denkt, ach ja, mal wieder einen Hai-Film gucken, dann könnt ihr das sogar schon tun, digital. Und ist hier noch was? Oh, hier noch ein Zitat von Fantasy Filmfest. Year of the Shark ist hintergründig wie unterhaltsam, mit Running Gags gespickt und toll gespielt. Marina Foy, die Veganer-Schlechterin aus Some Like It Rare, kenne ich nicht den Film, wehrt sich gegen engstirnige Wirtschaftsvertreter und die Verrentung. An ihrer Seite Star-Komödiant Kadmer Rath aus Willkommen bei den Sties. Ja, es stimmt schon alles, was da steht und so, aber ja, und da war dann auch so ein bisschen sehr viel, wenn man das so kennt, aus Der Weiße Hai mit diesem, ja, Urlaubsparadies am Meer, wo dann erstmal die Leute aus der Wirtschaft das nicht sperren wollen und so. Ach ja, das kennt man ja alles schon. Hätte ein bisschen einfallsreicher dann sein können, deswegen 5 Punkte von mir, was für ein Hai-Film ganz okay ist. Aber du wirkst ein wenig, ja. War besser als der letzte Woche. Also dahingehend war ich schon mal, also ich war gut unterhalten. Das war nicht so schwer, oder? Ja, ich war gut unterhalten und ich habe mir euch auch mal gegeben, vielleicht mögt ihr ja mal reingucken. Mal reingucken. Ja, zumindest, also der Anfang war schon echt lustig. Okay, dann Tetris nur ganz kurz. Danke für die Empfehlung. Also war echt ein cooler Film. War natürlich, du hast ja auch gesagt, hält sich nicht ganz so an die wahren Begebenheiten. Also gerade so irgendwelche Verfolgungsjagd durch Moskau bis hin in den Flughafen rein. Und ja, der KGB hat da keine Möglichkeiten mehr beim Flughafen, wenn die einmal durch sind. Also das, ja. Und dann waren auch viele Sachen ein bisschen sehr übertrieben und ein bisschen herbeigebogen, sage ich mal. Aber es war sehr schön, auch sehr nostalgisch. Und ein bisschen Wahrheit ist schon drin. Und auch gut gespielt, gut gedreht, das ist ja eigentlich die Hauptsache. Man will ja nicht unbedingt die Realität in so einem Film sehen, sondern man will sich gut unterhalten fühlen und mitgenommen fühlen. Das hatte ich bei dem Film die ganze Zeit. Es ist jetzt keine Dokumentation, da gibt es genügend drüber, wie das damals war. Und deswegen kann man echt viel Spaß haben. Mich hat es eher so ein bisschen an Halt and Catch Fire erinnert, was ja auch so ein bisschen eher so diese eigentlichen Begebenheiten von damals zugrunde legt und da eine geile Story draus macht und mit dem Nostalgiegefühl von damals und deswegen bei mir auch Tetris ganz, ganz vorne dabei. Da, wenn ich Punkte geben müsste, glaube auch, ich gebe auch so 8 Punkte. Hat mir echt musst viel Spaß. Du auch, ja, du musst Punkte geben. Hat mir echt, echt viel Spaß gemacht. Okay, und jetzt geht's in die Serienecke. Serien. Da will keiner anfangen, sehe ich hier. Ihr habt es rausgelöscht, was vorher drin stand. Steht jetzt noch die eine bei mir drin. Ja, das andere hat man, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, Tulsa King stand bei mir noch mit drin. Aber den habt ihr ja schon letzte Woche. Ah, das habe ich jetzt übrigens auch geguckt, ja. Fand ich. Ist auch echt, echt geil. Kann ich empfehlen. Gut, dann fange ich halt an. Alaska Daily ist mir vor die Füße gelaufen. Und zwar mit Hilary Swank in der Hauptrolle. Hilary Swank spielt eine Journalistin, die, ich glaube, in New York oder so eigentlich gearbeitet hat und dort auch zu großer Bekanntheit geworden ist. Ihre Rolle heißt Eileen Fitzgerald. Und sie versucht, sie ist so ein bisschen eine Enthüllungsjournalistin. Also sie forscht immer nach, wenn irgendwo welche Politiker irgendwas verbergen und so, und versucht das dann rauszufinden. Und eine Story über einen angehenden Governor ist quasi ihr Genickbruch, weil ihre einzige Quelle als nicht glaubwürdig herausgestellt hat, als nicht glaubwürdig. Und somit wird ihr Ruf ziemlich zerstört dort. Und sie wird erstmal freigestellt von ihrer Zeitung, wo sie arbeitet, und muss sich ein bisschen mit Hasskommentaren herumschlagen. Und sie ist aber immer noch der Meinung, dass das, was sie geschrieben hat, richtig ist, auch wenn sie nur eine Quelle hatte.
weil die anderen sich halt einfach nicht trauen würden zu reden. Und sie bleibt an der Story quasi dran und will eigentlich über das Ganze ein Enthüllungsbuch schreiben. Eines Tages steht dann ihr ehemaliger Mentor vor der Tür, und der bietet ihr einen bezahlten Job an, allerdings in Alaska bei der Daily Alaska, ein kleines Zeitungchen, was er leitet, was sie dann recherchiert ein bisschen und er sagt, ja, da bin ich mir viel zu gut für und keine Ahnung. Und überlegt sie dann, ob sie das überhaupt machen will und recherchiert ein bisschen, dann sieht es eigentlich online gar nicht so schlecht aus und dann sagt sie, ja gut, während ich mein Buch schreibe, kann ich das ja auch dort machen. Und dann fliegt sie nach Alaska und dann stellt sich das aber alles ein bisschen anders raus als gedacht, denn das große Gebäude, in dem die Zeitung mal drin war, ist nicht mehr, denn durch die ganzen digitalen Medien sind die ein bisschen geschrumpft und sind jetzt in einem kleinen, in einer kleinen Zeile einer so einer Art Einkaufsmeile, also quasi wo quasi was ich ein Supermarkt, eine Apotheke, ein Schuhladen und die Zeitung in einem großen langgezogenen Gebäude sind mit einem Parkplatz davor. Und das verschreckt sie ein bisschen, aber sie ist professionell, sie macht ihre Arbeit und sie kommt dann dort auf eine weitere Story, die sie sehr packt. Und zwar geht es um das Verschwinden von indigenen Frauen, was von der Polizei nicht anständig bearbeitet wird. Und sie geht dann zusammen mit einer Kollegin, die selber auch eine Indigene ist, auf Recherchetour und deckt ziemlich viel auf, auch was wie gesagt die Polizei angeht. Und also die Serie ist noch nicht zu Ende, es kommt jede Woche eine neue Folge auf Disney Plus. Und mir gefällt es ehrlich gesagt ziemlich gut. Die Synchronisation muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, weil ich mag die Synchronstimme von Hilary Swank nicht. Mochte ich noch nie. Und man muss sich kurz dran gewöhnen und dann geht's. Aber wahrscheinlich ist es im Original besser. Aber da kann man sich den Akzent kaum anhören von den Menschen aus Alaska. Versteht man kaum was. Ja, also für mich eine Empfehlung, also von mir eine Empfehlung, ist eine coole Serie über das heutige Zeitungsschreiben und recherchieren und aufdecken mit einer sehr, sehr coolen Hilary Swank in der Hauptrolle. Mhm. Ich war bei Hilary Swank schon raus. Ja, das dachte ich mir. Ich habe tatsächlich, bevor wir jetzt zu Mandalorian kommen, ich habe auch noch eine Serie geschaut, die auch gerade Platz 1 der Serien in Deutschland ist. Bei Netflix habe ich gerade gesehen. Welche? The Night Agent. Ah nee, das habe ich noch nicht gesehen. The Night reingucken. Agent. Vielleicht ganz kurz, für alle Leute draußen, es scheint ja scheint ja jetzt nicht gerade ein Geheimtipp zu sein, wenn es gerade die meistgeschaute Show ist auf Netflix. Es geht um jungen Agenten, der hat ein bisschen was verpatzt bei einem Einsatz und wird dann zum Telefondienst. Da gibt es so ein rotes Telefon, das steht da irgendwo im Keller, wenn irgendwelche Verdeckten oder die irgendwo sind, wenn die ein Problem haben, rufen die da an. Das passiert eigentlich nie. Ja, und er sitzt dann da im Keller und irgendwann klingelt das Telefon. Da rufen halt welche an, die halt bedroht werden, die eigentlich quasi undercover leben und sowas. Und ja, die Tochter des Hauses, die quasi die anderen beiden, die werden erwischt von den Killern und er hat die Tochter des Hauses an dem Telefon und er leitet sie so ein bisschen durch, sagt, ja, geh ins Bad, schließ dich da ein und so und mach das. Ja, und sie entkommt dann halt und sie schöpft oder fasst da Vertrauen zu ihm und er ist halt auch ein relativer Noob da in diesem ganzen Agenten-Game und sie hängt sich aber an ihn ran und sie ist auch eine ganz wichtige und sie müssen dann fliehen, da passiert einiges. Ich fand's echt gut. Also The Night Agent mag ich. Kann ich empfehlen. Was ist denn hier Platz 2 auf Netflix? Was schätzt ihr? Beef. Weiß nicht. Keine Ahnung. Ach, Beef hat sich auch das massiv neue. Beworben, ja. Mit hier, die, wo es sich scheiden lassen wollen. Aber es ist weltweit. Warte mal, ich guck mal bei Deutschland, wie es da aussieht. Deutschland. Also bei Filmen Top 1, klar, Murder Mystery 2. Ja, Serien, hatte ich gerade gesagt, The Night Agent. Platz 2 ist The Rookie. Ja, ja, ich liebe The Rookie. Love das Problem ist nur, dass Netflix The Rookie neu hat. Vorher war das bei Sky. Hm. Also hier in Deutschland. Und dementsprechend trendet es jetzt natürlich bei Netflix, weil 3 neue Staffeln online sind, obwohl es schon 4 gibt. Disney Plus hat auch schon die 4. Staffel. Dann Platz 3 in Deutschland, Love is Blind.
Public Enemy, Beef, Transatlantic, Shadow and Bone, Wellmania und eine türkische Serie bis Kimden Kaçıyorduk Anne und Anziehen. Hoffentlich hast du jetzt nicht Mütter beleidigt, weil Anne kann sein. So, kommen wir mal in den Spoiler-Talk, nehme ich mal an, zum Mandalorian, oder? Ja. Achtung, Spoilerwarnung. Sicher, sicher. The Mandalorian, ja. Ja, Mensch, wir haben jetzt lange nicht drüber gesprochen, über die unfassbar gute Serie, die uns da wieder mal präsentiert wird, die so vieles mit sich bringt, die so viele Zusammenhänge herstellt, die so viele Türen öffnet. Und es ist so, für mich immer noch so nicht ganz greifbar, in welche Richtung das alles sich weiterentwickelt, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt. Also wir haben jetzt gerade, der aktuelle Stand ist, dass hier, aber ich weiß nicht, Erik, hast du die aktuelle Folge schon gesehen? Ja, ja. Okay, gut, dann kann ich da befreiter aufsprechen. Nette Gastauftritt. Hammer Gastauftritte. Sehr gut, ja. Also das war so eine richtige Folge mit, ja komm, jetzt hauen wir mal ein paar von außen mit rein. Das heißt, in der aktuellen Folge, die jetzt am Mittwoch kam, spielen mit Jack Black. Bowser. Der Bowser. Und es spielt mit Christopher Lloyd. Ach, das war so gut. Großer Gott, war das Erste, was mir durch den Kopf ging, als ich ihn gesehen habe. Einfach großartig. Doc Brown spielt mit. Einfach wirklich, wirklich großartig. Und großartig gemacht, großartig die Welten, wo es gibt. Hat er bei Star Trek auch mal mitgespielt, ne? Irgendwo. Ja. Ich finde es auch stark weiterhin, wie sich die Geschichte mit Bo-Katan weiterentwickelt und wo sich das hin bewegt alles und wie sie jetzt versucht, da das alles zusammenzubringen. Das ist alles, ja, mit dem Dunkelschwert jetzt auch und das ist so, wo ich sage so, und dann kommt nämlich genau jetzt der Punkt, wo ich sage, jetzt wird es richtig wild, weil es kam jetzt ein Trailer zu Ahsoka Tano oder zu Ahsoka. Ahsoka. Und da bin ich mir zu 100% sicher, dass ihr zwei beide mit dem Trailer nicht so viel anfangen konntet, sondern ihr habt ihn gesehen und habt gedacht, oh, sieht ganz cool aus. Ich kenne ja Ahsoka Tano aus der animierten Serie, die du mir mal nahegelegt hast, die ich dann aber nicht fertig geguckt habe. Ja. Da waren schon so ein paar Sachen drin. Ja, ein paar Sachen. Das sagst du schon richtig. Problem jetzt nur ist, ich denke mal, ihr habt ganz arg viele von den Leuten da nicht erkannt. Also. Nö, aber du bist, dir ist voll einer abgegangen. Du standst hier, du musst den Trailer gucken. Ich denke mal, unglaublich. Wenn das so ist wie bei allen Star Wars Sachen, dann werden die ganz bewusst dann auch so gemacht, dass auch Neueinsteiger da sich zurechtfinden. Also ich habe da keine Bedenken. Das stimmt. Ja, nee, das auf jeden Fall. Aber wenn du halt zum Beispiel, und das ist für mich jetzt die mitentscheidende Serie da, geschaut hast, und zwar Star Wars Rebels, auch eine animierte Serie, die ich auch echt nur empfehlen kann, wo ich auch am Anfang gedacht habe, boah, aber die unfassbar coole Charaktere mitbringt. Und da ist eben auch Sabine Wren dabei. Und Sabine Wren, das ist die mit den pinken, dunklen, lila Haaren. Mhm. Mit neuer Frisur. Die hat nämlich in der ursprünglichen Serie kurze Haare. Und die ist eigentlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, vom Rang her über Bo-Katan. Okay, ihr schweigt. Das heißt, was will er uns jetzt sagen? Kann man weder dementieren noch bestätigen. Ja, richtig. Das heißt allerdings, wenn die jetzt da wieder zurückkommt und auch mit aufschlägt und was weiß ich was alles, weil von der Zeit her könnte das ja passen, wenn ich die mich Frage recht ist halt, erinnere. Wann spielt es? Spielt Ahsoka zeitlich vor oder nach den Ereignissen bei Mandalorian? Weil sie taucht ja bei, ist es bei Mando, wo sie auftaucht, oder bei Obi-Wan? Die hat doch schon irgendwo einen Auftritt gehabt, die Ahsoka. Ja, oh Gott, das war... Also es war doch Mando, oder? Hier steht, Ahsoka spielt nach den Ereignissen der zweiten Staffel von The Mandalorian. Ja, das sag ich. Und somit etwa 5 Jahre nach die Rückkehr der Jedi-Ritter. Okay. Und der 6. Episode der neunteiligen Skywalker. Dann könnte das parallel zu den Ereignissen passieren, die jetzt gerade mit Bo-Katan passieren. Okay. Ja, werden wir sehen. Ja, und das wird nämlich dann richtig wild. Aber jetzt zurück zum Mandalorian. Ich weiß nicht, wie es euch ging jetzt gerade mit der letzten Folge oder generell, wie sich die Serie entwickelt. Ich finde es
weiterhin unfassbar gut und unfassbar schön erzählt und stark, was da an Zeug rumkommt. Ja, also ich weiß nicht, die letzte Folge hat sich irgendwie komisch angefühlt beim Gucken, aber die jetzige Folge war wieder super. Ich weiß, du saßt neben mir, oder du kamst zu mir, als ich die Folge gerade angeguckt habe, und da war gerade Jack Black gewesen und dann lagst du neben mir und hast mit mir ein Stück mitgeguckt und dann kommt halt einfach Christopher Lloyd und ich zerquetscht dir halb die Hand so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist schon eine verdammt gute Folge gewesen und natürlich auch einfach eine verdammt gute Serie. Das ist unschlagbar, finde ich. Also, mir macht Star Wars generell ja mega viel Spaß. Man muss sich nur unser Zuhause angucken, sonst würde ich das alles gar nicht hier haben wollen, aber was The Mandalorian da macht, ist unfassbar. Das ist einfach unfassbar gut. Ja. Also, eure Euphorie mal dahingestellt. Ja. Ich will endlich mal wieder einen Kinofilm haben. Verdammt, scheiß Serien die ganze Zeit. Das soll doch was im Produktion sein. Ich will einen Kinofilm. Ich will ins Kino. Ich will Star Wars auf der großen Leinwand mit diesen reinfliegenden Lettern haben. Verdammte Axt. Ja, ich will nicht mehr zu Hause. Ich habe da was gelesen, Erik. Ich hänge jetzt in Corona die ganze Zeit zu Hause, habe Serien geguckt. Ich will jetzt ins Kino. Ich will Star Wars im Kino sehen. Disney, merkt euch das. Ich habe was gelesen, dass Daisy Ridley nochmals in die Rolle der Rey schlüpft, ja, für einen neuen Film, neuen Star Wars Film. Ja, das haben welche retweetet, das war im April, 1. April, und das haben welche jetzt nochmal retweetet. Ja. Das war aber nicht am 1. April. Nee, das haben welche am 1. April und jetzt haben es welche nochmal retweetet, gestern oder vorgestern ging das rum, ja. Meinst du, das ist ein April-Schatz gewesen? Ich habe da noch nichts, aber ja, ich würde sehr gerne, also ich will wieder ins Kino, ich will jetzt, wo es geht, mein Gott, ey, Disney verdient da auch kein Geld mit dem Streaming-Dienst. Sie verdienen Geld mit Kinokarten. Ah, los jetzt. Macht mal wieder einen Kinofilm. Mach mal. Aber es war doch immer schön, wenn wir alle ins Kino gegangen sind, Star Wars, und dann kam die Melodie, da hatte ich Tränen in den Augen, weil wenn das anfängt, da bin ich immer schon weg, ey. Im Kino, das ist was ganz anderes als zu Hause. Zu Hause ist auch schön und es ist auch schön, dass er da das auf Serien ausstrecken, die Geschichten und so. Aber ja, ich wäre sofort dabei, jetzt irgendwie mal wieder einen Film im Kino zu sehen. Übrigens, ja, also, wie gesagt, ich bin viel Spaß euch, ich habe keinen Babysitter. Bei Ashoka spielt David Tennant auch mit. Ja, der spielt da die Rolle von dem, also er spricht den Druiden, der die Schwerter macht, die Lichtschwerter. Huyang. Der spricht Huyang den nur. Ja. Ja, ja. Ach so. Aber Mary Elizabeth Winstead spielt auch mit. Die spielt Hera, die werdet ihr auch noch kennenlernen. Die kenne ich auch jetzt schon wieder, dadurch, dass ich Rebels geguckt habe. Also schaut unbedingt mal Star Wars Rebels an. Es ist einfach... Hier, weißt du, was hier steht? Ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist. Also wir sind ja im Spoiler-Talk. Hier steht auch, Hayden Christensen spielt als Anakin Skywalker mit. Ich wäre auch enttäuscht, wenn es keine Rückblicke gäbe. Ich wollte gerade sagen, es gibt bestimmt wieder Rückblicke, wie bei Obi. Sehr schön. Also gut, da haben wir jetzt quasi... Ich glaube, dass die das nochmal, um das so kurz zu sagen, ich glaube, dass die da tatsächlich auch was zusammenführen mit Mandalorianer. Dass da einiges zusammenlaufen wird. Weil und dann will ich bitte einen Film mit beiden. Ein Film. Und dann habe ich noch eine schöne Geschichte nebenbei. Es ist ja gerade dieses Star Wars Gedöns da, hier irgendwelche Tage, wo auch der Trailer gezeigt wurde. Meinst du die Star Wars Celebration Days in London? Ja, genau die. wo jetzt die von Mandalorian dran saßen, also Pedro Pascal saß da und jetzt erzähle ich drüber, dann entfällt mir der Name. Willkommen in meiner Welt. Ey, ohne Scheiß. Erzähl weiter. Nein, Rollennamen. Das ist wichtig. Happy. Rolle. Wie heißt er? Happy Hogan. Ja, Happy Hogan. John Favreau. John Favreau, danke. Okay, wir wissen alle, wen du mit Happy meinst. Ja, genau. Und die fragen, und dann gibt es eine Frage aus dem Publikum, und sie fragen so, welche Serien sie eigentlich selber gucken, welche Serien sie anschauen. Und John Favreau, wie aus der Pistole geschossen, The Last of Us. Und nebenan hockt Pedro Pascal und wirft sich einfach weg. Der kriegst das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Das ist so gut einfach. Es ist aber auch eine verdammt gute Serie. Also bitte. Ja, das war so gut, ey. Hast du mittlerweile mal reingeschaut, Chris? Nee. Ich hab's durchgeschaut. Hast durchgeschaut, okay. Ja, und es ist okay. Ja, richtig gut. Ach so, was uns gerade noch einfällt, um Gottes Willen, das haben wir ganz vergessen. Warte mal, wer bauen wir von dann, euch? Bauen wir da einen neuen
Abseits hier, weil da gehe ich mal hier aus dem Okay. Ja. Alles klar. Achtung, Spoilerwarnung. Spoilern. Mir ist gerade noch was eingefallen, und zwar bin ich ja gerade ganz doll hooked, und zwar hooked in alten Zeiten, in good old crime days bin ich gerade verankert, und da muss mir der Chris ein bisschen aushelfen, wie das funktioniert. Und zwar alle Telekom-Kunden können für ein Jahr lang gratis RTL Plus bekommen, und da gibt es zwei Serien, eine neuere und eine alte Serie, auf der ich irgendwie gerade sehr gehuckt bin. Und das ist CSI. Alle 15 Staffeln CSI. Las Vegas. I love it. Natürlich Vegas. Alle CSI. Miami, New York, Vegas. Ich meine, das, alle was du gerade guckst, ist Las Vegas. Okay. Ja, ja, ich liebe Vegas. Danach gucke ich Miami. Mal gucken. Vielleicht. Vegas, mal gucken. Aber alle 15 Staffeln plus natürlich die neue, die es aber auch schon bei einem anderen Streamingdienst zur Verfügung steht. Und die Serie Dr. Death. Unfassbar gute Serie. Absolute Schauempfehlung mit Joshua Jackson. Andere kennen ihn unter dem Namen Pacey Witter. I don't wanna wait. Genau. Der einen Neurochirurgen auf Abwägen spielt. Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich bin nur froh, dass ich die Serie erst jetzt geguckt habe und nicht vor 2 Jahren, als ich meine Wirbelsäulen-OP hatte. Dann hätte ich nämlich mir, glaube ich, eingeschissen. Ansonsten, wie ist die Serie, dass man die mal ins Dokument eintragen? Dr. Death. Okay. Also Dr. Tod. Dr. Death. Sehr, 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 sehr gut. Der spricht mit Tieren. Nee, das ist, und das Dramatische an der Serie ist, sie beruht auf wahren Begebenheiten. Hervorragender Joshua Jackson. Mehr will ich zu der Serie gar nicht sagen, weil sie wirklich hardcore ist und auch richtig gut geschauspielert ist. Gucken. Aber wie gesagt, hier Magenta-Kunden und so. Genau, Telekom-Kunden. Über Telekom-Moments kann man das dann buchen. Die hatten auch letztes Jahr, letztes Jahr war es die Aktion mit ein Jahr lang Disney Plus für umsonst bekommen. Wenn man sich da anmeldet, jetzt haben sie RTL Plus für ein Jahr rausgehauen. Das ist immer wieder ganz spannend, was da so gibt. Deswegen da gerne mal immer wieder reingucken. Gerade für so Serial-Freaks wie die Kate ist das natürlich ein Träumchen. Ja. Das war unbezahlte Werbung für die Telekom. Klingt gut. Aber wir sind für Sponsoring aufgeschlossen. Ja, und an dieser Stelle möchte ich einfach nur ganz kurz noch sagen, da. Willst dich auch weiß anziehen und ins Stadion setzen als Tee? Ja, aber nicht in die Arroganz-Arena. Nee, auf keinen Fall. Aber bei uns, ey, ich könnte es tatsächlich machen, weil wir sind da ungefähr so in der Ecke, wo die da sitzen. In der ich könnte mich. Ja. Ja, aber nee, danke. Weiß ist nicht meine Farbe. Okay, dann stimmt, wir wollen mal was auslosen hier. Hi. Machen wir diesen hier. Es gab ja Gewinnspiel zu Dungeons. Der ist aber lang. Danke. Der ist aber lang. Dinge, die man im Podcast und im Schlafzimmer sagen kann. Genau. That's what she said. Dungeons and Dragons. Ein Gewinnspiel, wo es echt geile Sachen zu gewinnen gibt. Zum Beispiel eine Mütze, falls es doch nochmal kälter wird. Eine richtig geile Ledertasche, so ein Postman-Bag oder wie das heißt. So mit Dungeons and Dragons. Ein Eiswürfel-Dings und so metallene, glaube ich, so Trinkbecher. Und das gibt's alles für einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Kann von euch mal irgendjemand einen Zufallsgenerator öffnen? Random.org oder so? Kann ich nicht einfach eine Zahl nennen? Nein. Das könnte ja gefaked sein hier. Random.org, okay. Ja. Und was möchtest du dann? Numbers. Eine Zahl zwischen 1 und 19 bräuchte ich, weil der 20. ist mein Kommentar, wo ich geschrieben habe, dass ich es geschlossen habe. Dann sag mal eine Person. Generate. Wundert mich, dass gar nicht so viele mitgemacht haben. Innenstadtkinos haben es auch nochmal repostet gehabt. Here are your random numbers. 19. 19? Ja. Okay. Der Lutz. Sein Kommentar war, also meine Frage war ja, wollt ihr den Film gucken? Und wenn ja, wann und wie? Er schreibt, den Film von 2001 konnte man ja vergessen. Ich hoffe auf die Neuverfilmung, bin sehr gespannt. Ja, Lutz, ich hoffe, du warst jetzt schon drin. Ich werde es gleich mal hier posten. Du hast gewonnen und wirst von mir eine E-Mail erhalten.
und wirst von seid live dabei eine E-Mail erhalten. Okay, zack. Und jetzt kriegst du auch nochmal diesen Applaus, der vorhin schon kam. Hey Lutz, herzlichen Glückwunsch. Lutz. So, und genau, ich werde dich dann anschreiben. Also guck dann mal, dass du nicht gerade so eine Wegwerf-E-Mail genommen hast, weil dahin kommt deine Benachrichtigung. Dann brauche ich von dir nämlich die Adresse, wo die Preise hingeschickt werden sollen. Okay, und dann sind wir eigentlich mit allen wichtigen Sachen heute durch. Und ich höre im Hintergrund ein Baby schreien. Bei mir? Es meckert nur. Noch schreit sie nicht. Himmels Willen, wo kommt ein Baby her? Wenn hier bei mir im dunklen Keller ein Baby wäre, oh. Oh. Okay, dann schnell, hier, Musiktipp. Ich muss los. Ich muss los, Ostereier suchen. Und, nee, das Kind beruhigen. Ach so, na dann. Musik. Dann schieß mal los mit deinem Musiktipp. Apropos Kind. wir haben vorletzte Woche habe ich gesagt, ich höre ständig Disney-Songs und dann hieß es, ja, machst du doch einen Disney-Song. Okay. Bitte versau nicht unsere Playlist hier mit Disney. Nein, ich nehme jetzt den Disney-Song Das Farbenspiel des Winds von Alexandra Wielke. Okay. Die Büchse der Pandora ist geöffnet. Okay, ich pack's drauf. Kann ich unsere Playlist nicht mehr beim Laufen hören hier. Sei froh, dass es nicht Songs Baby Shark nehmen. Chris, was nimmst du so? Ich habe von Warren G und Nate Dogg Regulate. Nehme ich mal die Originalversion, Explicit hier. Ja, das ist ein geiler Song. Wo haben wir es denn? Hier, Playlist hinzufügen, Kinocast Songs. Okay, und bei mir, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, ich war ja letztens auf dem Diary of Dreams Konzert, da nehme ich mal Viva la Bestia. Und das packe ich dann mal drauf. So. Kinocast Songs. So, alle drauf. Live hier drauf gepackt. Und ich werde jetzt mal was kochen gehen. Und Kate geht Baby trösten. Und ich habe übrigens, ja, Ted Lasso habe ich auch geguckt jetzt. Ist auch so sehr schön. Geil. Dazu vielleicht beim nächsten Mal dann mehr, wenn ich mit der Staffel durch bin. Alright, dann viel Spaß noch am Ostersonntag. Wir sehen uns dann ebenso. Am Ostermontag in der Sneak Preview der Innenstadtkinos. So sei es. Inshallah. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Ich habe gesprochen. Danke fürs Mitmachen. Bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören. Ciao. Bis bald im Kinocast.